Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 und zwar auf meiner DDR-Map, auf der Baltic Sea. Und ja, da spielen wir nur mit Ostgeräten, oder wir versuchen es jedenfalls, wenn ich da nicht einen Fehler mache. Und wir sind jetzt hier mit der Ernte fertig, das ist das zweite Feld. Wir fahren mal den L60 zurück zum Hof. So, hier ist mein Hof. Hier haben wir einige Geräte. Da habe ich meinen Rasenmäher hingestellt. Also damit können wir Gras mähen mit dem Teil. Mit dem E303. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt gehen wir mal abtippen. Irgendwie wird mir der Anhänger gar nicht angezeigt. Das ist auch noch so ein bisschen komisch. Jetzt. Genau, den lassen wir mal da stehen, der ist ja verdammt laut. Jetzt wollen wir noch den Mähdrescher holen, der ist da noch fleißig am Flügen. Bisschen krumm und schief, aber er flügt auf jeden Fall. So, jetzt haben wir noch, wollte den Mähdrescher holen, aber den W50 mit der Sattelplatte, Sattelauflieger, den haben wir auch mal was reingemacht, den fahren wir auch hier zurück. Da mal ein bisschen Ordnung hier oder mal anfangen, überhaupt hier ein bisschen Struktur hier auf dem Hof reinzukriegen. Das fängt schon gut an, den anderen habe ich wieder im Weg gestellt. So, muss mal schauen, wie ich den abladen kann hier. So, alles klar. Also Unterstellmöglichkeiten haben wir da viele. Passt nicht ganz runter, aber so ungefähr. Okay, das haben wir, der steht da. Da ist der Drescher. Okay. Der braucht auf jeden Fall eine größere Garage. So, ich muss hier übers Feld fahren, ansonsten komme ich da nicht mehr runter. Und den würde ich da erstmal in den Unterstand da stellen. Ich glaube, da könnte ich ihn komplett so reinfahren. Okay, das Schneidwerk. Ich glaube, das muss ich erstmal abmachen. Okidoki, das haben wir. Den haben wir jetzt noch nicht. Kein Platz. Ihr habt natürlich das Problem mit dem Drehschemel. Wo soll ich den Drehschemel hinstellen? Muss mal gerade schauen. Da sind die Schweine. Da ist der Mist. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Wie sieht es denn hier aus? Hier sieht es eigentlich groß aus. Ich glaube, hier können wir den Drehschemel so hinstellen. Und wieso? Hier können wir sogar noch ein Tor aufmachen. Dann können wir da auch gut drauf drehen.
Ja. Ich glaube, das machen wir so. So, wir versuchen mal das irgendwie ein bisschen zusammenzuhalten. Den könnte ich vielleicht hier hinstellen. Okay, das haben wir. Mein Moped. Ballenanhänger. Okay, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Jetzt brauchen wir macht der weiter, der macht weiter, ist klar. Tipptopp pflügt der da. Und dann bald noch ist zweites Feld zum Pflügen, wenn wir denn das Stroh aufgesammelt haben. Was wollt ihr jetzt eigentlich machen? So, der Anhänger kommt dann auch noch irgendwo da rein. Das ist, glaube ich, bloß unser Wasserwagen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kaufen wir noch einen Traktor. Wir haben gesagt, wir brauchen noch einen. Und jetzt kommt doch einer dazu. Ich habe den selber noch nicht getestet. Ich habe noch nicht mal gesehen. Ich habe den einfach runtergeladen. Und hier wäre ein ZT303 für 27.571. Und den würden wir mal kaufen. Bin gespannt, wie das Teil aussieht. Ob das funktioniert. So. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Läuft. Oh, jetzt weiß ich nicht, kann ich das da ankoppeln? Okay, geht. Ich muss natürlich mit die Sämaschine hier aufs Feld. Und anfangen da eigentlich ja das erste Feld wieder zu bepflanzen. Wir werden eigentlich auch irgendwas, keine Ahnung, allzu viel kann die Sämaschine ja nicht, kann nicht alle Fruchtsorten. Da müssen wir dann später noch mal schauen, ob wir da uns was anderes besorgen können. Aber jetzt haben wir da einen Fortschritt ZT303. Da geht nämlich die Türen ganz andersrum auf. Sieht aber ähnlich aus, muss ich doch sagen, wie der C-Tor. Sehen eigentlich fast ähnlich aus, die Traktoren. Okay, wir fahren zum Hof. Mal schauen, ob wir da Saatgut bekommen.
weiß nicht, ob das da ist. Nein. Ich glaube, wir haben das ja vorhin schon gesehen. Das wäre wahrscheinlich da hinten. Ich glaube, hier kriege ich Saatgut. Genau, es geht schon auf. Da gibt es auf jeden Fall keinen Dünger, muss ich dann doch wahrscheinlich hier vorne reinfahren. Okay, das haben wir. Die Sägemaschine ist voll, dann können wir loslegen. Meine Güte, ist der laut, der Träger, hä? Okay, irgendwas ist noch nicht ganz gut. Ich kann irgendwie gar nicht dran machen. Aha. Jetzt denn? Der springt da ein bisschen hin und her. Das ist ja wieder ein Supermod. Was mache ich eigentlich, hä? Der fährt da einfach wild drauf rum. Ich weiß gar nicht, wie früher die Sägemaschinen ausgesehen haben. Kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Wird wahrscheinlich schon so sein wie das da. Ich will hin und her fahren. So ungefähr. Und ja, wir starten mal. Okay, das läuft schon mal sehr gut. Okay, langsam findet er wieder zurück aufs Feld. Und ab und zu kriegt er da auch was in den Boden rein. Er fährt noch ganz schön schnell, habe ich das Gefühl. Aber das muss wahrscheinlich so sein. Okay, wir wollen noch mal schauen. Der hat da natürlich jetzt zum Schluss eigentlich gar nicht so verkehrt gemacht. Ja,
Jo, wir werden den noch hier ein bisschen unter die Arme greifen. Auch wenn er bloß so einen kleinen Flug hat. Also jetzt auch ein ZT303 mit dem Spiel. So wird der von irgendwas blockiert. Da ist bloß Feld. Nein, nein. Wieso der da so komisch geflügt hat, weiß ich auch nicht. So, wir versuchen da nochmal mit dem Helfer. So, jetzt komm schon. Das funktioniert nicht. Was hat der eigentlich? Was macht der? Hey. Der andere fährt im Kreis, der macht hier bloß Blödsinn. Muss ich alles selber machen? Vielleicht hätte ich vorher grubbern sollen, damit es da nicht so holpert. Ah, ich hasse es. Wieso geht denn das nicht? Der fliegt im Kreis. Okay, vielleicht sollten wir das Feld erst noch grubbern, bevor der da drüber fährt. Ich glaube, das holpert hier viel zu viel. Und kriegen das da gar nicht irgendwie. Na, der nimmt da gar nicht alles mit. Jetzt macht er wieder nichts.
so, ab und zu hat er da irgendwelche Aussetzer. Das ist selbst schwierig, wenn ich das mache. So, wo ist denn jetzt der andere? Super! Was macht der eigentlich hier oben? Will er jetzt. Jetzt fliegt er mir das da noch kaputt. Mann. So, dann machen wir es halt wieder selber, wenn das hier wieder nicht funktioniert. Aber damit ich jetzt noch grubbern muss, das wäre natürlich blöd. Aber ich krieg mit der Seemaschine, die hüpft da bloß rum. Jetzt los, wieso ist denn da? Habe ich doch schon alles. Aha. Okay, habe ich wahrscheinlich übersehen. Der Flug ist halt nicht so breit. Okay, da habe ich auch was vergessen. Meine Güte. Das ist aber auch winzig hier, so ein 5-Schar. Also, ich würde sagen, wir brauchen da noch einen Trecker. Ah, wir brauchen noch einen. Einer steht zwar noch auf dem Hof. Aber einen, der uns da grubbert. Müsste ich mal schauen, was haben wir denn da noch? Den haben wir jetzt zu uns organisiert. Okay. Das Ding haben wir. Den haben wir da auch schon. Den K700 haben wir da noch nicht. Belarus. Das wäre auch noch sowas, was ich mir da vorstellen könnte. Frontlader. Zwillingsbereifung hinten sogar. Der kann das wahrscheinlich auch. Dann haben wir da die verschiedenen C-Tor-Geräte. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Der kostet auch ein bisschen sehr viel. Boah, der kann aber viel. Sieht auch nicht schlecht aus. Okay, also Auswahl hätten wir genug. Aber das nützt alles nichts, wenn uns hier die Geräte rumspinnen. So, okay. Nächstes Mal müssen wir uns überlegen, wie wir da die Saat hier in den Boden bekommen. Ich glaube, wir müssen das ganze Ding noch grubbern. Okay. Wir schauen und ja.
weil ich schaue und wir machen das nächste Mal hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao.